Die ganze Zeit leider hier am Stein sammeln. Ja, das heißt, die ganze Zeit ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Na, Elli? Hast du Probleme mit Steinen oder was? Ah ja. Ich ja auch. Warum sitzt die besser hin als mir? Warten Sie. Rennen Sie nicht weg. Sie können hier nicht hinkommen. Das haben schon viele versucht. Alle sind sie gescheitert. Gib mal in den Topf drin. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir in den Kabin am Stein sammeln, weil Kelvin ist schon wieder verloren, Young. Ich habe nämlich schon wieder eine neue Season und er ist weg. Er ist jedes Mal, wenn ich neu anfange, ist er nicht mehr da. Ich glaube, der weiß nicht mehr, wo wir wohnen und dann muss er erstmal durchkicken, wo sein Haus war oder so in der Richtung. Naja, gut. Also bin ich jetzt erstmal die ganze Zeit hier am Stein sammeln. Ja, was heißt die ganze Zeit? Ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ich habe gerade erst angefangen, Mensch. Du kleiner Übertreiber, du. Ja, vielleicht ein bisschen länger. 2 Minuten habe ich gesammelt. 2 Minuten. 2 Minuten hat er mir alleine gelassen. Schwamm drüber. Er wird schon auftauchen. Du bist nicht Kelvin. Und wie gesagt, oben machen wir eh Holz. Holz. Es wäre cool, wenn er sich das merken könnte. So in der Richtung. Oh, Moment mal. Er hat mir gestern gesagt, ich soll Steine schleppen. Bevor er wieder rumzicken tut. Also, meint natürlich ihn. Sammle ich doch weiter. Warte mal, ich mache jetzt mal hier fertig, wa? Ja, das klingt nach dem Plan. Das sollte ich tun. Hallo, Elli. Na? Ich sehe, du hast wieder voll den Durchblick. Da war es doch eben. Da war es doch eben. Ich hab's gesehen. Es war da. Genau da. Na, 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 na. Na, Elli? Hast du Probleme mit Steinen oder was? Ah ja. Ich ja auch. Warum sitzt die besser hin als mir? Sitzt jetzt oder sitzt jetzt nicht? Ich glaube mal, es ist schon durch, wa? Also, die Sache ist durch. Das ist durch, das Ding hast du verloren, Junge. Nee, das da und da. Ha! Jetzt haben wir das. Das sieht aber auch noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, die ganzen Lücken, die sind noch nicht so ganz mein Ding. Naja, mein Ding ist jetzt so oder so nicht. Es sind Steine. Hätte ich einen Stein als Ding, dann. Gut, ich muss. Ich sollte dieses Thema lassen. Elli? Dankeschön. Bitte nicht schießen. Ich habe bloß den Stein unter deinen Füßen weggenommen. Ich will ja nicht, dass du dir die Haxen brichst. 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 Bricht. Brechen. Blech. Oh, es wird jetzt ganz schön finster wieder. Ich glaube... Ist der Vogel? Nee. Doch, ist doch der Vogel. Ich wollte gerade sagen, was schimmert denn? Also, was spielt sich denn da? Reflexionstechnischerweise. Ich würde mal sagen, das ist Schlorbzeit. Dann fahren wir in den Schlorb. Man sieht was. Autsch. So schnell wollte ich doch noch gar nicht nach unten. Ich will doch noch gar nicht so schnell schlafen. Ich bin ja auch gar nicht müde. Vielleicht ein bisschen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Hallo, Kelvin, du alte Flachzange. Ich hab dich gesucht. Musst du mal alleine Steine schleppen, du. Querulant. Oh, Alter. Ich hab hier... Elli? Das solltest du nicht tun. Mit einer Kniff durch mich zu ihr rankommen. Vor allen Dingen, wenn Kalle im Hintergrund ist. Knochenkalle. Sag mal, ich habe doch eigentlich 3 Steine hochfahren tun. Hat er sei ja. Hochfahren tun sollen müssen. Wie ist der? Also geht das doch so. So. Warte mal. Kelvin. Mr. Kelvin. Was macht deine Timeline? Das wird sich gleich ändern, Junge. Wenn ich hier hochkomme. Wenn ich dazu überhaupt noch in der Lage bin. Warum? Contenance. Kelvin.
Ich weiß, dass du da warst. Wer du bist. Also die Finger, die sehen ja eigentlich nur ganz knorke aus. Muss ja weg, bevor es anbrennt. Ne? Besser ist es. So. Kelvin! Meinte Kelvin. Kelvin? Hallo du. Warten Sie. Rennen Sie nicht weg. Sie können mir nicht entkommen. Es haben schon viele versucht. Alle sind sie gescheitert. Gib mal in den Topf rein. So, füll den Behälter mit Steinen. Sonst bist du der Nächste in den Topf. Doch? Du siehst schon lecker aus. Meine Rolle. Die Tür war doch hier drüben. So. Bin auch gewachsen. Also da nuckelst du ihn oder zwimmer an den Fingern und schon wächst er. Ja. Märchen mit dem Daumenluck da. Ist was passiert? So, zack, bumm, sind die Finger weg. Aber ich hab ja nie genuckelt. Ich hab sie ja abgekaut. Also, ich hab sie gekaut. Macht die Sache nicht besser, wa? Naja, gut. In diesen Kurzgeschichten stand nichts davon, von am Daumen kauen. Nur nuckeln ist böse. Und verdauen? Ich frag bloß aus Sicherheitsgründen. Kannibalismus. So. Ist natürlich clever. Kelvin wird natürlich die Steine nehmen, die ich jetzt ihm hochtransportiere. Aber naja, gut, dann ist es dem Teil so. Ich hab noch nicht mal gekickt wegen die Fische von gestern, ne? Sind die schon durch? Sind die überhaupt noch da? Wenn ich dann hau ich Kelvin auf der Finger, du, das sag ich dir. Ellie, die steht nicht so, Fisch. Ich schlepp den immer zu uns. Hier, friss und stirb. Ist man ja nicht. Ja. Wir machen hier die Arbeit. Gut, Kelvin macht ein bisschen mit oder so. Kriegt einen halben Fisch mit. Ab. Aber die Planung bleibt alles an uns. Alles an uns. Erst muss Nütz Gönner. Gönner Nütz. Nix Nütz. Naja, stimmt nicht. Ihr wisst ja. Wenn du überlegen tust, der hat ja auch irgendwie Steine und vor allen Dingen Holz geschleppt. Da kann er schon so ein, zwei Fische abhaben. Das ist nicht so wild. Sendete. Ich habe schon wieder so Musik ausgewählt. Die ist so, ich weiß nicht, was das ist. Es ist so eine Art Dubstep. Würde ich mal so sagen. Aber so ganz weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht jung genug. Also, ich bin ja noch im Wachsen, wisst ihr? Ich bin ja so ein kleiner Jungspund, wisst ihr? Muss da erstmal rein wachsen. Wisst ihr, was das Schlimme bei mir ist? Ich darf in meinem Alter nicht die Zahlen drehen. Das ist dann noch schlimmer als... Ich habe schon wieder laut gedacht. Natürlich, also, ja, was willst du machen, wenn du 25 bist und dann die Zahlen drehen musst? Hallo, Annie, ich hab nicht gelogen. Oh, Luft. Oh, die Luft, die wird aber gut sein. Lecker Luft. Was ist das? Das hat sich angehört, dass ihn an die Tür aufmacht. Ja, gut, das sind sehr, sehr komische Türen. Ja, rinn damit. Wow, ich sehe, du hast schon ganze zwei Steine. Toll, Mastelt. Oh. Naja, gut, wa? Vernünftig Arbeitspersonal zu kriegen ist schwierig manchmal. Oh, Ellie? Sag ich dir. Ich bin ja froh, dass er überhaupt zwei Steine gefunden hat.
Ja, los, da ist... Musst du immer so ein bisschen belohnen. Ja, toll machst du. Schön, ja. Oh. Nun gut. Wie gesagt, der bleibt ja offen. Ach, das muss ich auch noch zumachen. Wie gesagt, das soll ja bloß... Da fehlt ein Stein. Und hier fehlen mehrere Steine. Kelvin, hast du schon? Ich helfe mal ein bisschen, wa? Wir wollen ja auch irgendwann mal hier so eine Nähe mit Köpfe und so. Da hier vorne liegen so viele Steine, Alter, der Lüft. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum der das so macht. Und ich sehe schon, weil da die Bären verschwindet. Heißt, der Herbst ist coming. Nicht an die Blätter. Wäre mir ja nie aufgefallen. Das heißt, es wird wieder bald schneien. Dann kommen sie wieder über den Fluss. See. Ja, ich weiß. Kelvin. Ich hoffe, wenn ich hochkomme, sind da Steine. Und nicht meine. Denk daran, der Topf. Ich weiß, du denkst, du passt da nicht rein, aber Töpfe können täuschen. Frag mal die anderen Leute, die schon drin gesteckt haben. Jedes Mal, wenn mein Bauch grummelt, versucht da einer... Gut, es ist nicht so durchlässig, wie es mal war. Oh, Alter, bitte lass die Steine durchgegangen sein. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob die Rinne gegangen sind oder an der Wand zerschellt. Oh nee, sie sind drin. Oh, wenigstens das hat funktioniert. Kelvin! Spitze! Ich hab schon gedacht gerade. Halt mal fest. Steine gehen durch. Gut, die sind auch ein bisschen kleiner als ich. Irgendwo müssen sie ja durch, ne? Aber so ein Karbin, der ist schon so ein Krawanzmann. Der passt da nie durch. Das geht nicht. Kannst du nie machen. Wo ist dieser Azubi? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wenn du Kelvin siehst, schieße. What she it, Kelvin? Ja, ja. So, was nennt man denn Kelvin-Motivation? Seht ihr ihn auch, ne? Doch, da ist er. Ich glaube, ich hab mir gesehen. Du kannst mir nicht entkommen. Ich hab dich gesehen, du kleine Flitzpieper. Achso, er hat ein paar Steine. Er hat sie bestimmt von unten vom Strand geholt. Würde ich jetzt behaupten. Oh, das hat doch schon beim ersten Mal nicht funktioniert. Ich wollte bloß nochmal mich sauber machen. So Steindreck an der Hand ist... bleh. Das kannst du keinen erklären. Naja. Ich habe gelernt, oh, mir ist mein Stein aus der Hand gerutscht, Freundchen. Das tut mir aber leid. Das ist ihm peinlich. Gib dir nicht mein schönes Stein, es ist jetzt meiner, mein bester Freund.
Naja. Was soll ich sagen? Schwer personell zu bekommen. Naja. Ihr sagt. Er versucht es. Mehr kann ich nicht verlangen. Also kann ich schon, aber es würde nichts bringen. Deswegen lasse ich es lieber. Ist was? Kelvin, ich habe noch einen Stein für dich. Wusch. Gut, also hier unten sind wir dann erstmal, würde ich sagen, durch. Und jetzt kommt die Holz. Ich und mein Holz. Also eigentlich Kelvins Holz, aber er ist ja jetzt gerade auf Steinsuche. Den lasse ich jetzt durchsammeln. Denn wenn er genug gesammelt hat, werde ich sagen, ach, wisst ihr was, ich brauche eigentlich Holz, Junge. Ich brauche eigentlich Holz. Ich weiß, das ist gemein, aber kicken dir doch mal an. Wisst ihr was, ich werde dich erlösen. Kelvin, stell dir vor, du brauchst keinen Stein mehr sammeln. Ich brauche keine Steine mehr. Sammel Holz. Von Regen in die Traufe. Obwohl, eigentlich ist es ja besser, war. Also Holz. Jawohl, Holz kann auch schwer sein. Das wird eine schwere Last. Naja, nicht mehr so schwer wie vorher. Ich habe ja eben so ein Ding abgebaut. So, ich sehe gerade, ich bin gerade ein bisschen am Abnüppeln, was Energy an ihn tut. Trinken und so, ne? Immer wichtig. Kannst mal hier anfangen zu regnen? Ich brauche hier Wasser. Mann. Mandarinen. Was? Ach, Moment mal, ich kann ja auch von hier jetzt runter. Ich habe ja jetzt eine neue Abkürzung hier so. Quer durch den Hals durch. Hallo Ellie, gucke mal. Das Bremsen muss ich noch ein bisschen lernen. Aber mein Gesicht ist schon ist abgehärtet. So. Water? Axt. Und wieder nach oben. Jetzt darf ich bloß nicht die falsche Bahn nehmen. So, hier muss ja, wie gesagt, auch neu. Ja, ich weiß, das ist noch nie so ganz perfekt, aber ich muss mir noch was einfallen lassen. Erstmal muss es so reichen. Oh, Alter, der Fisch, der ist schon fertig. Cool. Geben Sie mir mal einen Fisch. Rinn in den Rachen. Und lass es krachen. So. Obwohl, ich kann den ja gleich mal anzünden, wa? Zünd den Knaller. So. Dann nehme er das Wasser. Siehst du, ich kann kochen. Siehst du? Ein wenig Tee. So. Das wird uns munden. Kelvin, ich mach Tee. Warte, was? Da kannst du durchgucken. Bei denen, wenn du was haben willst, musst du ganz dicht rangehen und dann sagen, hallo, hallo, hallo. Kelvin, Kelvin. Achso, da lang. Jetzt ist es schon ansteckend. Ich wusste jetzt gerade nicht, wo ich hin soll. Was? Sieht das, geht viel schneller. Ist aber denn nie so schön. Naja, so passt es eigentlich schon. Oben ist ja Holz. Unten ist denn kein Holz. Ey, dann kann ich ja eigentlich das Dach aus Stein machen, wa? Das müsste doch eigentlich jetzt gehen. Ich weiß es nicht. Aber wir können sie bestimmt nicht quer packen oder so. Aber dazu brauchst du wieder Balken.
Kevin, ruck runter ins Dorf und hol uns Bum-Bum-Musik. Ellie will tanzen. Weiß es nicht, aber ich glaube, jetzt wird wieder Zeit. Wir hatten ja mal eine hier gehabt. Aber leider ist die ja weg. Ich habe gedacht, die hält sich, aber nee, hat sie nicht. Ist ja nicht mal so schlecht. Kannst du mal sehen, ob da unten einer lang läuft. Oh, Alter, meine Rippen. Ah, ich habe total schief eben gesessen, Alter. Ich habe mir gerade meine Rippen eingeklemmt. Oh, unangenehm, unangenehm, das sag ich euch. Deswegen, man versucht ja mal ein bisschen gerade zu sitzen, aber es funktioniert ja nicht immer. Dann sitzt du mal so da, als ob du irgendwas im Popis hast. Und ein bisschen bequem soll man auch sitzen, aber das Bequemliche daran ist, das Endresultat, heißt das, was ich sagen wollte. Das Resultat ist Schmerz. So, Kelvin, deine Holzaktion ist immer noch nicht vorbei. Bipapo. Oh nee, was denn nun los? Was habe ich denn jetzt gemacht? Warum hat er das jetzt gemacht? Er sollte doch hier. Warum hat er das jetzt geteilt? Ist der denn doof? Warum hat er das jetzt im Wasser fallen lassen? Ist der denn doof? Kelvin, mir ist da was drin gefallen. Ja, das hier, nee, gefüttelt hat er nicht. What? Nee, der hat das hier gefüttelt. Warum hat er das gemacht? Ist denn der total played? Kelvin, es ist mir ein Missgeschick passiert. Ich brauche mehr Holz. Ich kann nicht garantieren, dass es nicht nochmal passiert. Ich gebe mir Mühe. Ich habe mir zu viel von dir abgeschaut. Ja doch. Jawohl. Jetzt lässt er mich hier stehen. Was für ein Popis. Ich folge dir. So. Na gut. Ich habe gedacht, das geht so rinnen, denn ist hier so, hier, so, hier. Aber der hackt das denn ab, wa? Warte mal. Ja, siehst du? Er macht das kaputt. Völlig kaputt, der Junge. Nein! Ach so! Er baut hier Janusz drin. Ja, was ist denn das für ein Schmuh? Sag mal, kann ich vielleicht die mittlere Sprosse jetzt irgendwie wegnehmen? Nein. Das könnte doch möglich sein. Gehen Sie mal da weg. Bip, babu, babu, babip. Nee. Nee. Ach, Mensch. Sie müssen noch mal weg. Gehen Sie mal bitte weg. Das ist natürlich jetzt nicht so produktiv. Eher kontraproduktiv. Ah, das passt jetzt nicht mehr darin. Schade. Brennholz. So stapelt man Brennholz. Hä, das ist aber doof jetzt. Ich wollte das eigentlich. Nee, nicht das. Das da, das soll weg. Aber das sieht jetzt nicht mehr, wa? Da habe ich den jetzt schon wieder weggenommen. Hä? So ein Viertelstück. Ja, von dazwischen, wa? Naja, gut. Mein Nietz ihm teilt nicht, ne? Soll keiner sagen, dass ich es nicht versucht habe. Es ist gescheitert. Das Experiment ist gescheitert. Jetzt kann ich das. Ja, ja, gut.
Das passt so nicht. Naja, ist nie so schlimm. Kelvin besorgt ja Holz. Alles kein Problem. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Na, Kelvin? Na, geht doch. Ich sehe, wir verstehen uns. Naja, gut, ist nie so schön zum Rausgucken. Naja, okay, doch, ist schon cool, aber... Oh, nö. Ist okay. Ist okay. Ich kann nicht rausfallen, das ist das, was ich will. Aber wie gesagt, das haben wir ja auch quasi unten bei der Treppe, ne? Also, dass das eben nie so ganz hinpassen tut manchmal. Manchmal funktioniert, manchmal funktioniert nicht. Naja, dann ist das eben halt so. Da kannst du nichts dran tun, machen. Das ist eben halt so. Ja. Kelvin, du musst aber ein bisschen schneller machen. Ich kann ja auch schnell laufen. Und weil sonst habe ich nämlich kein Holz mehr und dann kann ich nicht mehr bauen und dann bin ich frustriert und dann lasse ich das an dich aus. Ist ja nicht gelogen. Siehst du? Kelvin Motivation. Ist besser als Ellies Motivation. Ich mache das mit Wortgewalt und sie macht das mit Waffengewalt. Gewaltig. War ja letztes Mal gesehen. So geht die ganze Zeit hier zu. Immer was dir nicht passt und dann zack, bums. Schießt sie. Die zeigt nicht, die schießt einfach bloß in diese Richtung. Und wenn ich dazwischen hänge, hast du scheiß Karten, sag ich dir. Hallo, Kelvin. Es wird schon ein bisschen weniger, wa? Ah. Mach hin, die Alte ist jetzt nicht, also ich meinte, Fräulein, die ist gerade nicht da, also weißt du, ne, also, sonst müssen wir bluten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Heute ist Ellie dran. So, jetzt kann ich, ach Mensch, nee. Obwohl, das kann ich ja erstmal, ah nee, das schmeiß ich da oben hin. Oh. Nicht so gut. Dass das einfach so verschwindet, das Feuer. Und kommt nie wieder. Ich sag euch. So. Das heißt, ich muss daran denken, das mit Holz immer wieder aufzufüllen. Weil sonst futsch. Okay. Mal kicken, wie oft das passiert. Ich glaube, ich werde da 1, 2, 3 Mal Steine schleppen müssen. Ach, das ist toll, das Ding ist da. So, wie gesagt, Kontrolle ist gut. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wie gesagt, ich habe jetzt mein Studio-Licht seit 7 Days an. Einen riesengroßen Strahler. Naja. Aber ich sehe schon, das ist besser als vorhin. Es sah vorhin aus, als ob ich so einen Heilenschein hatte, so richtig so angestrahlt. Muss ich erstmal. Ah, gute 2 Meter von mir wegstellen. Ah, so ungefähr. Dann ist es okay. Kelvin! Da, wo es nicht glatt ist, also jetzt noch nicht glatt ist, kannst du denn auch noch schneller rennen. Wie gesagt, also das mit den Steinen wäre ja nicht das Problem, wenn ich jedes Mal neu starten müsste. Weil wie gesagt, die Steine sind ja hier endlich. Also bis Abspeicher, also bis du neu startest. Apropos Speichern. Man weiß ja nicht, wer kommt Hunds und Kunst. Und wir hatten schon die ganze Zeit sehr, sehr lange Ruhe, ja. Eine Ruhephase. Da bin ich schon ja nicht mehr gewohnt. Kelvin, der Holz ist leer. Kelvin. Ah, da ist Kelvin. Alter, wenn jetzt die Bäume zusammen knacken, dann knacken sie ihm zusammen. Na gut, Leute, pass auf.
Ich werde die oberste Etage fertig machen, dann werden wir morgen noch einen Ruf setzen und dann kommt eine Steinetage und dann sind wir ja auch durch, dann müssen wir mal kicken, was wir machen. Wie gesagt, Pavillon, da muss ich noch schauen, wie diese schrägen Sätze. Das ist ganz wichtig, das muss ich noch mal kicken. Ich habe immer noch nicht die Seite gefunden, also das Video meinte ich. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich lasse die Pforten offen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein bisschen. Ist wieder ein bisschen ruhiger. Also die ganze Zeit schon so ruhig. Ruhig vorhin. Jawohl, stimmt nicht ganz. Ab und zu haben wir Schnitzeleien hier. Ist okay. Bauen hat ja auch was Schönes. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch. Wenn nicht, dann macht ihn euch nochmal. Was? Macht euch einen schönen Tag. Also, ich bin raus. Tschüss.